Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Battlefront 2 Vorherrschaft. Wir sind wieder unterwegs mit unserer geliebten Ersten Ordnung und führen sie zum Sieg als das Rückgrat der Ersten Ordnung, nämlich als ein Sturmtruppler. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich bewusst dafür entschieden, mit dem F-11D Blastergewehr, dem Standardblastergewehr der Ersten Ordnung unterwegs zu sein, weil ich es ziemlich cool finde. Es sieht awesome aus und benutze stattdessen eben nicht mehr die A280 fürs Erste. Ich brauche ein bisschen Abwechslung und habe Riesenspaß am Standardtruppler. Also haben wir jetzt Spaß gemeinsam auf Jakku. Los geht's! And proper that we add that Star Cruiser to the other wrecks on this planet. Commence the attack. Sehr gut, Freunde, dann wollen wir mal. Wir stürmen los hier Richtung Punkt D, den ich gerne hier erobern möchte. Und dafür gibt es dann gleich mal einen ordentlichen Boost an Punkten. Und dann versuchen wir eben letztendlich den Rebellenkreuzer vom Himmel zu holen. Und mal schauen, welche Einheiten wir heute spielen werden. Secure the area and then bring down that capital ship. Sehr gut, wir haben das Ding hier erobert, jetzt geht's weiter Richtung B und C. C ist das umkämpfte Gebiet, B ist das in Anführungszeichen einfachere Gebiet, weil wir nämlich dort, nein Quatsch, B ist schwieriger, weil da nämlich Gegner sind, die dort spawnen. Ihr seht, die nehmen A und B ein und jetzt nehmen die auch schon C ein und C ist das Gebiet, das wir gerne erkämpfen möchten. So. Die kommen von links und von rechts. Also werden auch von hier ein paar kommen. Ich gehe mal ganz kurz hier oben hoch. Sehr schön. Da hat jemanden gesehen und erledigt hier, wie es aussieht. Gehen wir jetzt mal hier rüber und helfen dem mal ein bisschen. Ich hoffe, der weiß, was er tut. Er ist in unserem Team. Ah. So ganz weiß er es nicht anscheinend. Ich lade mal. Ich gehe mal ganz kurz auf Gesundheitsregeneration hier. Wir sind zielorientiert, das ist gut. Wir nehmen hier den Punkt ein. Dort ist... eine Granate. Oh. Puh. Nein, 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 da oben ist jemand. Wir kommen von da oben runter. Wir haben aber den Punkt da oben, das ist sehr, sehr gut. Zielorientiert hat uns viele Punkte eingebracht. Superklasse. Das habe ich ja von euch gelernt, ne? Dass wenn ich Punkte einnehme, dass ich dann eben viele Kampfpunkte bekomme. Das ist super. Noch eine Granate. Von den Gegnern, wir aktivieren mal Gesundheitsregeneration. Gehen wir darüber. Heizen wir auf so einen drauf hier. Okay. Gesundheitsregeneration ist noch aktiv. Killen wir den hier mal. Super. Da ist noch ein, den wir killen können. Ich habe den auch erledigt. Sehr schön. Gehe ich mal hier oben hoch. Arbeite mich mal von hinten durch. Wunderbar. Dort schießt jemand auf mich. Okay, super. Oh, sehr schön. Wir haben Unterstützung bekommen von unseren Freunden. Superklasse. Boah, das war gerade voll die Rambo-Aktion hier. Ehrlich. Okay, dort ist jemand. Oh, meine Maus hängt ein bisschen gerade. Den haben wir auch erledigt, wunderbar. Da kommt der nächste schon wieder. Sehr schön. Ich bleib beim besten hier oben stehen, die kommen ja alle reingelaufen. Hey, wir haben 3800 Kampfpunkte, das habe ich auch noch nie gehabt, so viele. Kommt von da oben auch jemand? Wenn ich mich hier oben reinstelle, sehen die mich dann? Ich könnte theoretisch mich hier verkriechen und sagen, hey Leute, ich habe alles im Griff. Oh, ich dachte schon, da wäre jemand. Okay, na gut, wir laufen jetzt mal hier rum. Es geht eigentlich im Prinzip noch darum, da zu erobern. Oh Gott. Ah, schade, da kam ein Offizier um die Ecke. Die haben natürlich einen guten Blaster. Aber wir haben über 4000 Kampfpunkte geholt und können als Captain Phasma starten. Das haben wir uns verdient, Freunde. Also machen wir das auch mal. Und ich würde sagen, wir laufen Richtung Punkt A. Aber ich gehe über Punkt C. Da ist Punkt A, ne? Seht ihr? Da würde ich gerne hin. Den würde ich gerne erobern. Und ich laufe wahrscheinlich über Punkt C, weil das spawnen ja Freunde von uns. Kann ich hier durch? Nein, da kann ich glaube ich nicht durch. Ich habe das schon mal versucht, da durchzugehen. Meine Maus hängt ein bisschen, wenn ich zielen will. Das ist geht nicht so gut gerade. Super. Da sind die nächsten. Offiziere und so ein Kram. Halt's auf den Turm drauf. Ich stopp das mal bei Gold, dann habe ich Dauerfeuer. Wunderbar. Dann geht's hier oben hoch. Standen alle da rum und haben das Ding verteidigt. Weiß nicht, was sie da wollten. Also das war jetzt nicht so klug, dass die alle da stehen. Finde ich. Ah, da oben wollte ich hoch. Sehr gut. Kylo ist hier. Oh Gott, ich weiß, warum Kylo da war. Der ist weggerannt.
Wunderbar. Okay, ich habe mit Kyle, ich habe auch gelernt, mit Phasma erst mein Schild zu aktivieren, dann zu kämpfen. Super, wir stoppen noch bei Gold. Ah, schade, ich habe falsch gestoppt. Mist, Mist, Mist. Stellen wir mal unsere Turret hier auf. Falls die hier rumkommen. Super, den haben wir auch erledigt. Sehr gut. Ich nehme meinen Turm noch mal mit. Zum nächsten Gebiet. Und zwar hier oben rauf. Wenn die alle hier rumkommen, rennen die dann in unseren Turm rein. Aktivieren mal unsere Bonusenergie. Unseren Schutzschild. Wunderbar. Von wo aus schießen die? Von dort oben. Von dort oben irgendwo. Dort ist einer. Dort ist der nächste. Okay, wunderbar. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Viele Granaten fliegen. Ich gehe mal ganz kurz hier runter in Deckung. Aktiviere noch mal mein Schutzschild. Und dann kann ich hier reinlaufen. Und die alle nieder über den Haufen schießen. So, wir stoppen den Blaster bei Gold. Da muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Stellen wir hier den Turret auf. Ah, ich konnte ihn nicht aufstellen hier. Ich stelle ihn jetzt mal hier auf. Dort hinten ist jemand. Ah, mein Mauszeiger. Mein Mauszeiger nervt mich gerade total. Also meine Maus nervt mich total eben. Die noch ganz kurz pusten. Irgendwie hängt die gerade so ein bisschen. So. Renn ich mal hier oben rauf. Oh, der hat ein Schutzschild. Ist aber auch gleich wieder Platz. Sehr gut. Ich habe ja meinen Turret hier aufgestellt. Oh. Da war ein Trümmer im Weg. Wir halten die Gegner im Schach hier, was das angeht. Ich gehe mal ganz kurz den Turm hier holen. Sehr gut. Ihr seht, ich mag Phasma wirklich sehr, sehr gerne hier. Ich stelle jetzt mir hier den Turm auf. Unseren Geschützturm. Heiz da oben drauf auf die Gegner. Aktiviere mal meine Bonusenergie. Oh Gott, Chewie ist hier. Ich muss hier weg. Ich hab Chewie gehört eben. Okay, wir kriegen ein bisschen zu viel Schaden. Ich lade nochmal hier Bonusgesundheit auf. Superklasse, Freunde. Sehr gut. Wir haben alles im Griff. Wir haben alles im Griff. Falls die herkommen, werden die sterben. Okay, wir müssen aufpassen. Wir werden gerade hart beschossen. Ich muss nochmal warten, bis meine Bonusgesundheit sich auflädt. Mein Turm steht ja auch hier. Also die können das Ding nicht einfach mitten einnehmen. Falls wirklich jemand herkommen sollte, um uns hier anzugreifen, sind wir hier ziemlich sicher. Vielleicht nehme ich den Turm aber auch mit und bringe den Kampf zu denen hoch. So. Und stelle den Turm mal weiter oben auf. Da kommt ein Jet-Truppler. Oh Gott. Oh Mist. Das ist ein Heavy auch mit dabei. So. Bonusgesundheit. Und dann draufheizen. Sehr schön. Die fallen hier echt wie die Fliegen. So, ich bringe den Kampf jetzt mal zu denen. Wunderbar. Ah, shit, ich habe den Blaster falsch gestoppt. Ich wusste, hab nicht gemerkt, dass er schon überhitzt ist. So, ich stelle das Ding jetzt mal hier auf. Sehr gut. Ich wollte den Turm eigentlich aufstellen. Mein Geschützturm. Ah, schade. Da sind zu viele Bomben gerade, zu viele Explosionen. Und mein Geschützturm wurde gerade gesprengt. Okay, das bringt nichts, einfach so aufzustellen. Am besten ist, ich behalte den hier bei mir. Stell mich doch mal hinten hin. Und ich krieg zu viel Schaden. Ich muss hier nochmal in Deckung gehen, mich regenerieren, Bonusschild aktivieren. Und dann können wir hier weitermachen. Die spawnen gerade alle hier. Im Moment. Oh nein, ich häng fest. Schade, ich häng fest. Da kamen auch noch welche von den anderen Seiten eben. Die kamen von allen Seiten. Wir haben D verloren, deswegen. Und dann sind alle dort gespawnt an diesem einen Punkt. Aber wir haben richtig aufgeräumt als Phasma, Freunde. Super, klasse, wir sind Zweiter. Weil wir den ganzen Schaden gemacht haben, die ganzen Kills gemacht haben. Ich war noch nie so hoch. Phasma ist wirklich gut hier in der Eroberung. Also in der Vorherrschaft, finde ich. Ja, das eine Ziel erreicht. Und jetzt geht es darum, an Bord zu gehen, unsere Schiffsfreunde. Wenn wir an Bord gehen, unseres Schiffs, bekommen wir nämlich Bonuszeit. Und wenn wir dann den Kern des gegnerischen Kreuzers zerstören wollen. Das ist ganz wichtig. Oh, schade, hat uns doch gekillt. Komm schon, mein Mauszeiger spinnt gerade ein bisschen. Das nervt mich. Ich kann momentan nicht viel machen. Wenn ich hier... Seht ihr, mein Mauszeiger springt ziemlich komisch rum, auf eine ziemlich komische Art und Weise. Ich hoffe, ich komme dann rechtzeitig hin, an Bord zu gehen, schnell. Wir haben 30 Sekunden Bonuszeit gerade mal. Oh Mann, ich schaffe es, glaube ich, nicht rechtzeitig an Bord zu gehen. Für die Bonuszeit.
So, schnell vorbei an Ray. So, komm schon, komm schon. Jawohl. Puh, ich hab's noch geschafft. Wir haben 40 Sekunden Bonuszeit. Immerhin, ne, ist besser als gar nichts. Aber es ist trotzdem viel zu wenig eigentlich. Also wir haben keinen guten Job gemacht, rechtzeitig an Bord zu gehen hier momentan. Jetzt geht's darum, eben alles zu geben und den gegnerischen Kreuzer vom Himmel zu holen, Freunde. Ich bin stolz auf unsere Aktion mit Phasma. Wir sind sogar hier Zweiter. Superklasse. Langsam lerne ich, wie man die ganzen Helden spielt, ne? Wie, was man mit denen anstellen kann und was man mit denen anstellen sollte. Ganz, ganz wichtig. Wir nehmen Flammentruppler und starten gleich als solcher. Standardstart natürlich, ne? Hier so. Wunderbar. Also, los geht's. Da ist Kylo und da sind ein paar andere Leute. Good, we're here. We must secure either the Ion Cannon Room or the Ion Converter Room before we advance any further. So, wir haben noch einen Flammentruppler. Ihr merkt, mein Mauszeiger ist ein bisschen wackelig, ein bisschen ruckelig hier. Stört mich gerade. Oh Gott, diese ganzen... Dass die gleich alle Granaten reinschmeißen müssen. Schmeiß auch eine Granate da rein. Ich habe keine sonderlich große Reichweite. Ich renn mal rein. Das bringt nichts. Wir brauchen normale Truppler, die reinrennen. Und die Vorhut sind. Oder halt ein Heavy. Ah, da haben wir jemanden. Super. Oder halt ein Heavy oder sowas. Irgendwas, was tankt. Okay, sehr gut. Den haben wir. Superklasse. Voll abgefackelt. Wir sichern gerade... Oh Gott. Oh, hat ein bisschen gedauert, bis sich meine Feuer aktiviert hat. Oh, schade. Zu viele Granaten. Die haben von unten nur Granaten reingeworfen eben. Wir nehmen jetzt nochmal so einen hier. Und wir sichern A... B sogar ziemlich gut, ziemlich schnell. BB-9E ist auch hier am Start, sehr schön. Wunderbar. Perfekt. Excellent. Our next objective is the atmospheric processing plant. Capture one of the control rooms and the core will be exposed. Da hinten rennt Perpetin. Wir sind als nächstes am Start. Beim nächsten Ziel hier, und zwar B. Du hast mal eine Granate darüber? Ich habe sogar jemanden gekillt. Sehr gut. So, mal gucken. Ist halt richtig geil, wenn da Sith-Truppler dabei sind. Die sorgen dafür, dass wir die Gegner sehen können. Gehen wir hier rum Richtung B. Denn hier sind auch meistens Gegner. Aber wir haben den Palpatine mit dabei. Und der ist sehr gut darin, Massen an Gegnern auszuschalten. Und so ein Gebiet zu sichern. Finn ist auch hier. Dort steht ein Heavy. Okay, Finn ist... Ah, schade. Finn hat uns leider erledigt. Wir haben aber über 3000 Kampfpunkte gehabt eben. Super, super gut. Ich nehme nochmal... Alles gerade im Spiel momentan. Wir sind immer noch Zweiter. Ihr seht, was es ausmacht, wenn man mal einen Helden hat, ne? Und den Helden behält. Den Helden hält. Dann würde ich sagen... Nehmen wir Sith-Truppler. So. Mit denen muss ich auch noch ein bisschen üben. Ich bin nicht der Beste mit denen. Mach mal Scanner aktiv. So, kann ich den mit Gold stoppen vielleicht? Ist ja wünschenswert. Super. Da ist noch Granate da rein. Sehr schön. Gegner werden gescannt. Wunderbar, ich aktiviere nochmal den Scanner. Oh, noch eine Granate. Ach, verdammt, ich muss raus hier. Zu viele Granaten, die gerade hier reinschmeißen. Random. Oh Gott. Nein, 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 nein. Wir haben den. Sehr gut. Aktivieren nochmal hier das Ding. Schmeiß eine Granate da rein. Wunderbar. Unsere Granate war erfolgreich. Ich habe das Gewehr richtig abgekühlt. Und bis da ist jemand hinter uns. DB-8. Und ganz viele andere Truppler. Sehr gut. Oh Mist, BB-8 hat uns erledigt. Wir haben noch ein bisschen Damage an ihn angerichtet. Wir haben nicht genug Punkte für einen Helden. Wir können aber, der hat ja gesagt, all units fire, oder? Also alle Einheiten feuert. Und wir geben jetzt Feuer, Freunde. Geben ordentlich Zündstoff hier. Die erste Ordnung wird siegreich sein heute, Freunde. Dafür sorgen wir. Oder auch nicht. Okay, dort ist jemand.
Heil uns hier, sehr gut. Hey, wir sehen die ganzen Gegner. Ich laufe mal Kylo hinterher. Alt zu bleiben ist keine schlechte Idee. Okay. Da haben wir jemanden gekillt, glaube ich. Wir wissen, dass wir hier sind. Wir wissen nicht, dass wir hier sind. Sehr schön, die haben wir erledigt. Kylo ist hier, wunderbar. Ich warte auf meine Gesundheit nur. Ich warte nur darauf, dass sich mein Schild aktiviert. Sehr gut, hier haben wir auch. Meine Gesundheit, meine Bonusgesundheit ist da, mein Schild. Darauf habe ich gewartet. Oh Mist. Ich hätte erst da rechts rüber schauen sollen und mich um die kümmern sollen. Aber wir haben es schon gut geschlagen. Wir nehmen nochmal einen Feuerboy. Einen Flammentruppler. Ich liebe die Flammentruppler, die sind super, super cool. Flammentruppler und normale Sturmtruppler. Die gefallen bisher am besten. Swift-Truppler sind aber auch der Hammer, der absolute Hammer. Und Jet-Truppler mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich kann die nur leider noch nicht so gut spielen. Ich werde ein bisschen üben mit denen. Granate. Flammen-Mode. Okay, das war alles gar nicht nötig. Aber auf den hier ist es nötig. Und auf den auch. Aktivieren wir Bonusgesundheit. Die sind alle hier. So, die haben wir alle platt gemacht. Sehr gut. Gehen wir hier rüber. Spawnen die alle von hier? Spawnen die von hier? Die sind doch von hier, kommen die doch, oder? Sehr schön. Gott, noch eine Granate. Da kommt BB... Das ist BB-8. Können wir ihn platt machen vielleicht? Ich aktiviere mal Supermodus. Renn da mal rein hier. Hab einige gekillt eben. Die werden alle aufgehalten. Dort Ray kam zwar durch. Im Endeffekt. Aber wir machen einen guten Job, die Gegner abzufackeln. Damit der Rest unseres Teams, seht ihr, das ist halt ein Teamspiel, ne? Team ist ganz, ganz wichtig. Damit der Rest unseres Teams den Kern zerstören kann. Die heizen da drauf, während wir eben die Gegner aufhalten. Sehr gut, der wurde besiegt. Weiter geht's. Ja, er wurde zerstört. Jawohl, wir haben es geschafft, Freunde. Wuhu! Yes! Fackelt das Schiff ab! Wir haben als Zweiter abgeschlossen, Freunde. 77 Killbeteiligungen, 26.000 Schaden. Das ist richtig geil. Das habe ich ja noch nie erlebt. Sehr schön. Alles dank der Macht von Captain Phasma. Ganz am Anfang, als wir den Punkt gehalten haben. Den einzigen Punkt, den die Gegner hätten erobern können. Und hier sind wir. Zweiter als Flammentruppler am Ende noch. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode werden wir die Erste Ordnung wieder zum Sieg führen. Möge die Macht der Ersten Ordnung mit euch sein.